Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Wir befinden uns im Schloss von Lohul und sind jetzt hier in einem Raum, wo wir zusammen mit der Superblume am Chillen sind. Ich sag mal, komm, stell dich mal bitte hier hin. Nein, nicht du da in die Wand reingehen, sondern du bleibst hier. Was passiert denn dann? Ja, okay, ich brauche, glaube ich, immer noch die Superblume. Ja, komm mit bitte. Okay. Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Kollegen nur für diese eine Kugel brauchen. Okay, Kann sie nicht aufheben. Betreten, wozu? Mal überlegen. Ich könnte die Blume auch mit nach unten nehmen, ne? Upsa, was ist denn da passiert? Hä, wozu gibt es diese Blume eigentlich hier? Oh, das wollte ich nicht. Mist. Warte mal. Was geht denn da hinten ab? Warte mal, waren wir da hinten schon? Doch, von da sind wir gekommen. Ich muss gerade ein bisschen klarkommen, Leute. Upsa. Das hat ausgereicht. Ich frage mich nur, warum hier die Superblume ist. Nur wegen dieser einen Kugel? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hä, nur wegen einer Kugel? Hä, wirklich jetzt? Nee, Mann, das... Nee, das ergibt doch keinen Sinn. Das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Komm mit, Kumpel. Also runterfallen geht nicht, ne, bei dir? Ach so, warte mal. Jetzt hab ich's. Bleib du bitte hier. Hä? Bleib doch da. Okay, dann mache ich Folgendes. Das reicht nicht aus, oder? Nee, ich kann ja meinen Bogen benutzen. Ich muss ja nicht unbedingt die Bombe benutzen. Mal gucken, ob das was bringt. Nicht, dass die Bombe jetzt hochgeht. Das wäre ungünstig. Ja, nice. Sehr schön. Genau das wollte ich machen. Ich nehme am besten wieder die Bomben als Item. Ab ins Inventar mit dir. Hä? Ich glaube, ich bin doch blöd, ey. Was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Absolut nicht. Um ehrlich zu sein, checke ich selbst nicht, was ich mache. Bleib du mal da, bitte, Bombe. Komm jetzt wieder zu dir. Okay, doch nicht. Nee, ich glaube, ich verzichte kurz auf die große Bombe. Soll ich diese Gegner erstmal platt machen? Bringt das was? Wobei, ich kann doch die Kugel von hier aus auch aktivieren. Ach so. Jetzt kann ich hier durch. Und von hier aus? Ja, was bringt das, wenn ich diese Kugel aktiviere? Ach ja. Ach so, man kann hier durch. Okay, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Trennwand nach unten gegangen ist. Hä? Ich check diesen Bereich einfach nicht. Ach so, warte mal. Einfach den hier machen. Aber trotzdem begreife ich nicht, wozu man diese große Blume braucht. Du willst mir doch nicht sagen, dass das eine Irritierung ist, oder? Das check ich nicht. Kein Herz? Das soll doch ein Scherz sein. Apropos Herz, habe ich überhaupt Feen am Start? Ja, zwei, reicht total aus. Ich habe es mir gedacht, wir brauchen die Superblume für diesen Spaß hier. Aber wie bringe ich sie denn hier hin? Das ist wiederum, ne, die andere Sache. Aber gut zu wissen, wir brauchen auf jeden Fall die Superblume. Höchstwahrscheinlich muss ich hin und wieder mal die Superblume kurz alleine lassen. Okay, so wie jetzt. Superblume, ich komme sofort zu dir, Kumpel. Ich muss mich kurz hier hinstellen, warte mal. Ja genau, ich arbeite wieder mit dem Bogen. Da mache ich keine Fehler. Sehr schön, jetzt kann ich dich wieder mitnehmen. Ja, komm. Okay, so. Was war nochmal hier? Ein Augenblick, Bombe. Bleib mal bitte hier. Nee, warte mal. Muss ich unbedingt die Wand betreten, damit du aufhörst, mir zu folgen? Ja, ich betrete mal kurz die Wand. Vielleicht lässt du mich kurz in Ruhe. Ja, okay, alles klar. Die Bombe lässt einen in Ruhe, wenn man die Wand betreten tut. Oder betretet. Ich muss hier einmal diese Trennwand runterkriegen. Okay, alles klar, da sollte ich wieder die Bombe benutzen. Ich glaube, ich werde ein bisschen brauchen für diesen Spaß, liebe Leute. Aber solange ich vorankomme, ist das ja okay. Darum geht's ja. Aber ich sollte aufpassen, dass die Bombe keinen Schaden abkriegt, ne? Das wäre fatal. Genau. Sehr schön. Komm, Kumpel. Warte du mal bitte hier. Genau, so machen wir das.
Oh, komm wieder mit. Sehr schön. Bloß nicht die Bombe zum Explodieren bringen. Komm. Um die Gegner habe ich mich ja auch gekümmert. Mist. Ja, ich lasse mich auf jeden Fall treffen, nicht, dass die Bombe getroffen wird. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, und mir ist nichts passiert. So, sehr schön. Hier ist eine Schatztruhe. Und hier ist der kleine Schlüssel. Das hat sich sowas von gelohnt. Also ich wäre ziemlich traurig, wenn das jetzt nicht hingehauen hätte. Das hat aber auch alles erklärt, weshalb man hier diese große Blume braucht. Ja, das ist tatsächlich eine Bombenblume. Vielleicht sage ich auch den falschen Namen die ganze Zeit. Ich sage die ganze Zeit Superblume. Oh, ein Hamburger. Mit Augen. Diesen Kollegen haben wir schon mal bekämpft. Dann machen wir das nochmal, kein Problem. Ja, mit Bomben geht das eigentlich auch, aber man muss hier seinen Schwanz treffen. Oh, das wird hier immer enger und so. Nee, so verwirre ich ihn nur. Das bringt nichts. Ich muss schon seine Schwachstelle anpacken. Beziehungsweise seine Schwachstelle treffen. Und das ist dieser rote Punkt hier am Ende seines Schwanzes. Pass mal auf, Mann, ich habe nicht mehr so viele Herzen. Ich sollte aufpassen. Weil ich habe jetzt keine Lust auf blöd Herzen zu verlieren. Und plus, ich habe auch kein Interesse daran, meine Feen wegen so einer Aktion aufbrauchen zu müssen. Die würde ich mir gerne für später aufbewahren wollen. Ich denke, es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir Yuga herausfordern können. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht noch diesen und den nächsten Part brauche. Vielleicht kann man ja Yuga schon im nächsten Part treffen. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Mist, da sind ja Herzen an der Wand. Kann ich den Teleporter nochmal benutzen? Aber immerhin, im letzten Part haben wir uns schon... Im letzten Part haben wir uns schon um das erste Symbol gekümmert. Jetzt nicht chronologisch gesehen. Und jetzt haben wir das zweite Symbol bekommen. So, das bedeutet, hier müssen wir nicht nochmal durch. Um diesen Spaß haben wir uns gekümmert. Hier ist eine verschlossene Tür. Wir brauchen einen kleinen Schlüssel. Da waren wir schon, okay. Aber wir gehen da höchstwahrscheinlich nochmal durch. Ach, warte mal. Das checke ich jetzt erst. Wie kann man da runterfallen? Oh, hier ist ein Herz, sehr schön. Ne, die Kugel kann ich überhaupt nicht mehr aktivieren. Boah, das Herz brauche ich mal. Sehr schön. Okay, ich muss kurz überlegen, liebe Leute. Bringt das was, wenn ich den Teleporter jetzt benutze? Dann bin ich ja am Anfang wieder, ne? Ja, hier sind Totenköpfe. Ich guck mal, ob ich hier Herzen bekommen kann. Ich muss mich ja auch um die Kraftpunkte kümmern. Ja, hier ist ein Herz. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, hast du auch ein Herz? Nee, du hast kein Herz. Nee, solche Herzen brauche ich nicht. Okay. Ach, ich weiß gerade nicht, was man so machen kann. Ich benutze nochmal den Teleporter. Okay. Diese Lücke da. In der Ecke. Die hat mein Interesse geweckt. Genau das da. Diese kleine Lücke. Ey, pass mal auf, Mann. Wie kann ich mich da fallen lassen? Okay. Kann man von hier aus irgendwo die Wand betreten? Von oben aus? Okay, da ist was. Tatsächlich. Aber wie komme ich denn da an? Ach so. Bringt das was? Nee, dann gehe ich nach unten. Ich will nach oben und ich gehe nach unten. Nee, hier müssen wir echt nicht sein. Oder? Ich meine, runterfallen lassen könnte ich mich schon. Nee. Oder? Da muss ich mal kurz überlegen, liebe Leute. Aber das lohnt sich gerade, hier ein bisschen rumzuchillen. Ich meine, wir kriegen Herzen. Das ist sehr, sehr gut. Nee, da unten waren wir tatsächlich schon. Oh, waren wir schon hier? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir schon in einem dunklen Raum waren. Ich glaube, hier sind wir zum ersten Mal. Wir gucken mal kurz, was wir hier finden können. Ist hier irgendwo ein Eingang? Da ist ein Eingang. Was gibt es auf der rechten Seite? Ich glaube, hier waren wir schon. Doch, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Hier, yeah, nice, voll viele Herzen und so. Und hier war doch auch ein Gegner, wenn ich mich zurecht erinnern tue. Doch. Oh, wir sind wieder am Anfang. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade krasse Orientierungsprobleme. Aber wir werden uns schon irgendwie durchschlagen, kein Problem. Okay, gut. Interessant. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder alle... wir haben jetzt wieder volle Kraftpunkte am Start. Wie komme ich da oben an? Das ist interessant.
Wie komme ich da oben an? Warte mal, kann ich von hier aus die Wand betreten? Das habe ich gar nicht gemacht, oder? Doch, habe ich schon. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Es gibt bestimmt irgendwelche Räume, die ich noch gar nicht abgecheckt habe. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, hier waren wir auch schon. Hier ist eine Schatztruhe am Start. Und außerdem hatte ich mich im letzten Part hier um die Fackel gekümmert gehabt. Oh, nee, ey. Warte mal, schade, dass man von hier aus nicht die Wand betreten kann, weil da hinten... Oder? Ich dachte, da hinten geht's weiter. Oh, ein Herz, nice. Ach, ich bin gerade total durcheinander, beziehungsweise planlos und orientierungslos. Okay, hier waren wir eben, dann bleiben wir kurz hier. Diese Statuen. Ey, Mann, was soll denn das? Diese Kollegen nerven. Soll ich sie einfach runterschubsen? Nein, ich bin auch fast runtergefallen. Mann, wie komme ich denn da rein? Ach, ach nee, Mann. Ach man, so schwierig ist es auch gar nicht. Okay, und nun? Da sind auch die Statuen. Ah, ein Augenblick, ich bin fast runtergefallen. Jetzt kann ich hier weitermachen. Nice, habe ich überhaupt an Energie gedacht? Nice, Leute, super. Sehr schön. Ja, einfach weitermachen. Irgendwann findet man einen Ausweg. Okay, hier sind Feen, sehr schön. Ich brauche eigentlich nur eine einzige Fee. Aber gut zu wissen, falls man dringend Feen benötigt, von hier aus bekommt man die Feen. Das bedeutet wiederum, hier ist jetzt nichts Wichtiges, was wir hätten übersehen können. Aber was ist das für ein Satz? Sorry. Hier ist jetzt nichts Wichtiges, was jetzt dringend wichtig ist für die nächsten Schritte. Kein Problem. Sorry, ich bin gerade ein bisschen sprachlich gesehen. Total weg vom Fanstore, weil I don't know, was ich hier machen soll. Warte mal, hier sind ja diese Statuen. Hä? Wieso sind sie jetzt da drauf? Ey, das ist doch voll schwierig. Nein, nicht den Teleporter benutzen, das bringt doch nichts. Nee, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr klar. Das merkt man aber, ne? Okay, hier sind wir schon durchgegangen, aber wir machen das nochmal. Nicht, dass ich was Wichtiges übersehen habe. Okay, so wie es aussieht, habe ich hier so einiges übersehen. Oder? Ja, genau, stimmt, hier waren wir, aber wir waren nur eher auf der linken Seite. Was gibt es denn hier auf der rechten Seite? Lass uns mal hier ein bisschen umsehen, Leute. Okay, hier sind stachelige Kugeln. Okay, alles klar. Ich folge mal den niederen Blöcken. Ich meine, die haben ja irgendwas zu sagen. Oh, okay. Warum ist hier so eine Statue und so eine stachelige Kugel? Ups. Warte mal, da ist eine Truhe. Ey, abhauen, 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 abhauen. Hm? Was? Auf was? Das war richtig so? Mist. Hä? Ist ja cool. Warte mal, müssen wir hier mit den stacheligen Elementen arbeiten? Okay. Und da auf der anderen Seite sind auch nochmal welche. Mist, ich komme hier nicht durch. Nein, ich dachte, da kommen lila Blöcke. Da habe ich wohl falsch gedacht. Hä? Was soll ich denn jetzt machen, liebe Leute? Also hier waren wir doch auch schon. Okay, da ist ein Weg, der uns nach unten führt. Aber ich möchte gerne die rechte Seite erreichen. Wieso komme ich denn da nicht an? Okay, okay. Mist. Okay, ich mach mal von hier aus weiter. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Och nö. Hä, was bringt denn das? Mann, geh mal jetzt weg, bitte. Hm? Also aus dieser Sache werde ich gerade nicht schlau, Leute. Brauche ich jetzt nochmal diese stachelige Kugel? Ich nehme sie mal mit, ich weiß aber nicht, wozu. Ja, das hat nichts gebracht. Und da ist ein Eingang. Hä? Ich glaube, hier ist noch einiges los. Nur ich habe keine Ahnung, was genau hier Sache ist. Absolut nicht. Also brauche ich vielleicht die Statue wieder? Ich habe keine Ahnung. Ups.
absolut keine Ahnung. Hä? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich check das hier gerade überhaupt nicht. Irgendwas ist doch auf der rechten Seite. Da. Wie komme ich denn da an? Ich glaube, hier ist echt noch was zu tun. Okay, ich frage mich, ob ich hier schon mal runtergegangen bin. Das weiß ich auch nicht mehr. Das können wir ganz kurz überprüfen. Doch, hier waren wir schon. Doch, hier waren wir schon. Das weiß ich. Den Teleporter benutze ich jetzt erstmal nicht. Aber da ist... Achso, auf der linken Seite ist noch ein Eingang. Ups, wie bin ich denn da runtergefallen? Achso, die linke Seite ist aber nicht in diesem Raum. Okay. Ups. Hey, warum bin ich jetzt da runtergefallen? Ich komme auf diese Blöcke nicht mehr klar. Ja, und jetzt? Warum ist da noch so eine stachelige Kugel? Irgendwas muss man mit dir machen. Ganz klar. Aber was? Hä? Ich check das ohne Witz nicht. Und da ist auch eine Truhe, sag mal. Warte mal. Ja, genau. Und wie kommt denn die stachelige Kugel da an? Ich check das absolut nicht, liebe Leute. Das macht mich gerade mega sauer. Nee, Mann. Das bringt einfach nichts. Aber ich glaube, hier müssen wir was machen. Ohne Witz. Also ich habe die innere Ruhe gerade nicht. Irgendwas geht hier ab. Das sah ich euch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Krass, Mann, dass ich da nicht ankomme. Ups. Oder warte mal, bringt das was, wenn ich von hier aus die Wand betrete? Och, ich bin ein Idiot. Okay, und jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Und jetzt? Was soll ich machen? Hä, versteht ihr das? Ist hier was? Hä? Hä, hey, warum kommen die jetzt? Ah, okay, alles klar. Aha, okay, ich verstehe es. Ich muss hier gegen diese Plattform kämpfen. Ups. Okay, ich sollte aufpassen. Genau den hier machen. Boah, nee, ey. Ich meine, es ist nicht so schlimm, wenn sie mich treffen, nur wenn sie mich halt zu oft treffen, dann habe ich ein dickes Problem. Gegen den Herzen. Okay, da sind noch drei Plattformen insgesamt. Nee, vier sogar. Och, Mist. Okay, nice. Ja, super, okay. Ich hab's mir doch gedacht. Aber ich bin der Meinung, wir sind da noch nicht ganz fertig. Okay, so wie es aussieht, doch nicht. Aha. Ja, sag das doch gleich. Das geht also von hier aus weiter. Okay, hier ist wieder so eine stachelige Kugel. Okay. Bringt das was, wenn ich die Wand betrete? Ist hier was? Kein Herz, okay. Ist hier vielleicht ein Herz? Hätte ja sein können, hier vielleicht. Auch nicht. Okay, gut. Wir müssen hier wieder, ne? Mit der Kugel arbeiten. Ah, okay. Ich muss ein bisschen schneller sein. Ja, einfach nur schnell. Ah, okay, das war zu schnell. Das war zu schnell. Ah, das war zu langsam. Ey, das wird ja mega eklig jetzt. Oh Mann, warum ist das denn so eklig? Ja, das war doch okay. Ey, willst du mich reinlegen? Jetzt Kugel, hör doch auf, so Stabs zu machen. Was soll ich denn da machen? Hä? Muss ich doch die Wand jetzt betreten oder nicht? Ich mach mal ohne die Wand zu betreten. Sag mal...
Ey, Mann, das war doch okay. Ah, okay, alles klar. Ich darf auch nicht allzu schnell. Ja, aber das ist... Ey, sag mal, das wird langsam zu viel. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab voll den Logikfehler. Das macht voll müde. Och, schade, Mann. Aber gut, ich glaube, langsam verstehe ich das Deutsch. Ach, verdammt, da war ich zu langsam. Bis wo muss ich denn den Spaß durchziehen? Bis dahin. Boah, ich glaube, ich werde jetzt richtig lange dafür brauchen, Leute. Ich sag's euch. So einfach ist das nicht für mich. Ach, schade, da war ich zu langsam. Ich muss nur da die Kurve einmal hinkriegen, dann ist alles okay. Schnell! Ah, Mann, warum bin ich da so langsam? Oh, wie lange werde ich es dafür brauchen? Ah, ich habe vergessen, die Wand zu betreten. Mist, echt. Ich darf auch nicht einfach so auf blöd in die Lava da reinfallen. Sonst habe ich später keine Kraftpunkte mehr. Oh, nee, ey. Sag mal. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht so schwierig sein. Junge, warum bist du denn so lahm? Ey, warum betrete ich nicht einfach die Wand? Ich glaube, jetzt verstehe ich das. Nochmal bitte. Ja, endlich. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Ups. Ich hoffe, das war okay so. Ich habe da gerade die Dinge gehört. Okay, was war das aber jetzt? Ist hier noch eine Kugel, die man unbedingt berühren muss? Nee, ne? Nein! Okay, super. Okay. Wie komme ich denn da an? Hä? Hä? Irgendwie werde ich aus diesem Part nicht so schlau, liebe Leute. Aber ich mache erstmal. Hä, jetzt sind wir doch wieder unten. Aber warum haben wir gerade dieses Geräusch gehört? Das gibt's schon wieder nicht. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich würde vorschlagen, ich mache sogar jetzt einen kleinen Cut. Ich meine, wir sind ja sowieso am Ende des Parts angekommen. Schon gute 23 Minuten. Ich schaue mir nochmal kurz die letzten Minuten an. Ich habe das hier mit diesem Ding gar nicht so verstanden. Ach so. Ey, sag mal, ich habe es geschafft und dann passiert sowas. Ah, okay. Ach so, nice. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Jetzt haben wir den kleinen Schlüssel. Und wo ist denn die kleine Tür jetzt? Gibt es noch irgendetwas, was wir hier machen müssen? Ich glaube nicht, ne? Das meinte ich mit der rechten Seite. Auf der rechten Seite ist noch was zu tun. Oh, Junge. Warte mal, was bringt das, wenn ich die Wand betrete? Nee, gar nichts. Also von dieser Seite aus. Bringt das nichts? Und von hier aus? Ich probiere das mal aus. Schnell linki. Vielleicht bringt das ja was. Wenn nicht, dann nicht so schlimm, aber einmal ausprobieren schadet nicht. Hat irgendwie nichts gebracht. Ja gut, alles klar. Dann suchen wir mal nach einer kleinen verschlossenen Tür. Aber hier könnten wir uns vielleicht ein, zwei Herzen klar machen. Aber jetzt will ich nicht mehr aufhören, den Part zu beenden. Ja, jetzt will ich nicht mehr den Part beenden. Schnell rüber. Vielleicht gibt es hier Herzen. Okay. Ja, auch nochmal. Soll ich den Teleporter benutzen? Ups, habe ich getan. Okay, gut. So, ist hier irgendwo eine kleine verschlossene Tür. Und den Kompass habe ich immer noch nicht gefunden. Lustig. Da müssen wir nicht rein.
Den Teleporter. War da irgendwo eine kleine Tür? Beziehungsweise ja, eine verschlossene kleine Tür auf der Karte zu sehen? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Okay. Ja, wir gehen mal kurz hier rein. Geh durch, schnell. Ah, wir sind fast da. 99, 99, 99. Voll. Und Rubin habe ich insgesamt 4000 irgendwas. Ja, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, aber das merkt man. Ja, gar nicht so einfach das Ganze hier. Das mit den Statuen begreife ich einfach nicht. Ah, hier ist ja eine Tür, genau. Gut, dann öffnen wir mal diese Tür. Und schauen, was passiert. Okay. Lampen. Beziehungsweise Lampe, okay. Gut, dann können wir uns ja diesen Bereich im nächsten Part anschauen. Ah, nice, wir haben den Kompass erhalten. Sehr schön, Leute. Und hier brauchen wir den Enterhaken. Ah, okay, alles klar, ich verstehe. Ja, okay, alles klar. Da ist ja so ein Ding zum Greifen. Ein Greifer. Und wenn man den zu sich zieht, dann kann man, so wie es aussieht, da einmal reingehen. Zwei kleine Türen, vier Schätze. Da unten sind noch die zwei Symbole. Und hier bekommen, von hier aus bekommen wir dann die letzten beiden Symbole, wa? Gut, das bedeutet, wir machen uns einmal die Lampe klar. Auf die Bombe verzichte ich ungern, aber was soll's. Ich kann sie immer noch dazu holen. Den Feuerstab finde ich auch mega nice. Okay, Leute, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ja, entweder wird der nächste Part der letzte Part sein, jetzt auf das Let's Play und auf die Story bezogen, oder der übernächste Part wird dann der letzte Part sein. Jetzt habe ich voll verplant, was ich gerade erzählt habe, aber egal, wir gehen einfach schön in Ruhe darauf im nächsten Part ein. Macht es gut, Leute. Tschüssi.